mit euch. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold. Das letzte Mal die Burg im Sumpf, diesmal die Wirtschaftsmission Kalane. Ein erster Versuch, auf dieser antiken und heiligen Druidenstätte eine Siedlung zu errichten, ist bereits gescheitert. Aus irgendeinem Grund waren alle Bemühungen fruchtlos, die nötige Nahrung anzubauen. Fruchtlos, Nahrung. Die Bewohner greifen bereits zu den Waffen und werfen euch vor, dass ihr euch mit Mädchen messt. Mit Mächten messt, die über eure Vorstellungskraft liegen. Trotzdem verlangt der König von euch, dass ihr eine große Siedlung auf dieser strategisch wichtigen Stätte errichtet. Stockt die Bevölkerung auf 118 auf. Warum darf ich das eigentlich? Gibt's hier irgendwas, was ich beachten muss? Ja, mein Freund. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ach, wahrscheinlich weiß noch keiner. Hey, Moment mal. Nur Hopfen. Und ich werde angegriffen, wie mir scheint. Oh nein, ich werde noch mehr angegriffen, wie mir scheint. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das wird dann. Ich sehe schon, das wird ein Spaß für die ganze Familie und vor allem für mich. So viel Gold habe ich ja auch nicht. Was kann ich alles handeln? Genug, wie mir scheint, alles, was ich anbaue. Oh, es gibt gar keine Nahrung. Ja, ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem dieser Mission. Ich muss wahrscheinlich noch gute Sachen dazu bauen. Ich glaube, ich werde sogar noch angegriffen nebenbei. Das heißt, ich muss unbedingt auf gute Sachen gehen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Ich glaube, das kann ich gleich schon neu starten. 75. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ich kann nur über zwei Sachen gehen und das ist das. Und da kriege ich ja in diesem Stronghold nur maximal plus 4. Ja, du Schwabbel, lauf los. Ich könnte noch Gelder schenken. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Das geht noch, ja. Also Essen habe ich ja eh nicht, da kann ich auch noch ein Haus mehr nehmen. Aber ich starte es mal neu. Jetzt weiß ich, worauf es ankommt. Wie kann ich helfen? Der Herr ist allgegenwärtig. Ich werde über eine riesen Steinproduktion gehen. Eine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ich werde höchstwahrscheinlich auch sehr viel hier brauchen. Ich glaube, ich gehe noch über Grausamkeit.
Was passiert, wenn ich das eigentlich abreiße? Ach, ich lasse mal. Macht schon die räudigen Hunde, ich brauche Stein. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Vielleicht darf ich das auch nicht gleich angehen, so. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ist erstmal egal, ich brauche Stein. Vielleicht muss ich das weglassen für den Anfang. Und dann kurz bevor die erste Ladung eintrifft, kann ich es anmachen. Vielleicht geht es aber auch jetzt so. Werden wir gleich feststellen. Weil sobald ich das habe, kann ich auch mit Bier aufwarten. Sofort. Mein Geld ist gleich weg und... Nee. So lange muss ich warten. Den soll ich natürlich trotzdem bauen. Den kann ich aber eigentlich eure auch Beliebtheit sinkt. Bauen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Gut, und jetzt können wir damit anfangen. Die fangen an, die ersten Steine ranzukarren. Ich werde da garantiert angegriffen auch. Ja, schnauze die Mönche an, das hilft bestimmt. Mehr darf ich wahrscheinlich. Doch, darf schon. Also ich hab dazu gelernt von Utwins Videos. Je mehr Wirtschaft ich habe, umso mehr darf ich da machen. Ich darf aber auch leider nur hier hinten. Darf ich überhaupt Verteidigung bauen? Ja, minimal. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Vielleicht muss ich die dann noch später noch optimieren. Ich kann eigentlich nur Waffen produzieren und Steine abbauen. Steine sind äußerst... Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Steine ist natürlich ein äußerst lukratives... Mit Gott! Lukratives Gut. Waffen aber auch. Also ich muss wahrscheinlich hier Camping der Wege hier betreiben dann gleich. Kann es auch auf diesen Level eigentlich lassen und dann Bier einfach nur zwischendrin immer mal wieder anmachen, dass ich dann einfach kaufe oder einfach nur so produziere. Oder plus 1. Ach so, jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Jetzt geht natürlich meine Beliebtheit entsprechend runter. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Achso, ich brauche das Geld. Ehrlich gesagt, brauche ich mehr Geld. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Moment. Darf ich hier... Ach, ich bin schon auf 90. Oh. Kommt mir gar nicht so schnell vor irgendwie. Mein Fehler. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Mit Gott.
schwarzen Mönche sind bereit. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Gib mir meinen Stock. Gott, vergib mir. Nein. Bin zur Stelle. Gehen wir, Brüder. Die Leute verlassen die Burg. Ja. Mein Fehler. Entschuldigung. Krieg mal wieder hin. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ach so, ja. Okay, ich weiß jetzt. Jetzt weiß ich wenigstens, was kommt. Das ist ja auch schon mal wichtig. Ich gehe mal einfach ausnahmsweise auf eine Waffenproduktion am Anfang. Eure Beliebtheit sinkt. Nee, das ist, wird nicht funktionieren. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ich brauch das Bier noch zusätzlich. Dann sind wir auf 28. Ich krieg auf jeden Fall ein bisschen Hilfe. Das ist sehr wichtig. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, ein bisschen. Ja, mein Freund. Dagegen kann ich jetzt auch nichts machen, tut mir leid. Sobald ich dann genug Reserven habe, dass ich mich einmauern kann, werde ich das natürlich auch tun. Die wichtigsten Wege hier hinten. Schneller geht's jetzt nicht. Wenn sie dann wieder meine Waffenkammer zerstören, drauf geschissen. Zumindest noch. So, die Vogelfreien kommen vorher. Ihr macht Hopfen. Damit mache ich Bier. Also aktuell habe ich genug, damit ich nur... Dass eine Schenke tatsächlich ausreicht. Oh. Ja, das war's jetzt mit dem Geld. Aber Geld kommt jetzt gleich rein. Okay. Ich kann noch Streitkolbenkämpfer machen. Das ist die perfekte Konto. Und natürlich werde ich mir ein paar Armbrustschützen holen. Wenn es wirklich Banditen bleiben, können das maximal 50 Angreifer werden. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Bin schon auf Maximum. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Die Leute verlassen die Burg. Sorry. Vielleicht kriegen wir es gleich noch hin. Ein Barde. Ah, das, gut, das hilft. Euer Gnaden. Aber ich wichtiger ist, dass du das jetzt gleich öffnest. Weil dann haben wir nämlich unsere Beliebtheit wieder erstmal. Sehr schön. Oh nein, jetzt ist er wieder weg. Vorschlag zur Güte. Ihr habt nicht genügend Güter. Das Volk vertraut euch, my Lord. Ja, aber leider noch nicht genug.
Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Ja, ich brauche bloß das hier, dann geht's wieder. Komm schon. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Das hilft mir jetzt aber auch nicht. Wie kann ich helfen? Ah, doch, hilft mir. Defensivbonus. Gott sei mit ihnen. Der Herr ist allgegenwärtig. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesen, Sire. Haben wir es jetzt? Das Volk ist die Banditen sind doch tot. Nicht sicher, Sire. Läuft das hier noch? Nö, auch nicht. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Ja, das wird alles viel besser dadurch. Das Gott, Volk jetzt ist euch kommen sie endlich wieder. Gnaden. Denn ohne das hier wird eh nichts es laufen. Kommen Leute zur Burg. Ja, dann beeilt euch mal. Darf man den Gerüchten über Banditen Glauben schenken? Das nee, Volk die sind hat ziemlich eine kaputt. Hohe Meinung von euch, my Lord. Das hat mich jetzt echt viel gekostet. Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Lassen wir den Angstfaktor erstmal so. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Beziehungsweise, wenn ich meine Macht dann so ein bisschen gefestigt habe, dann... Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Wir verlieren ein bisschen ja, Gold. Ja, damit hat ihr kein Gnaden. Geld. Aber ich hoffe, ihr bringt jetzt mal ein paar Steine rein, damit ich irgendwas verkaufen kann. Zur Not könnte ich aber auch das jetzt erstmal verkaufen. Ich brauche die Beliebtheit. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Ah, der Angstfaktor fällt nämlich schon. Bringt mir die Steine rein, Leute. Moment. Ah, okay. Das Volk hat einige Vogelfreie aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Ich glaube, das läuft jetzt immer so. Etwas stimmt mit unserem Hopfen nicht, my Lord. Danke, Sherlock. Es ist ein reiner Beliebtheitskampf hier in der Mission. Und da ich auf sehr schwer spiele, haben wir auch noch den Nachteil, dass wir maximal an den Folgen zu leiden haben für Events. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. So. Arbeiter. Wir benötigen Holz. Brauchen mehr Steine. Ich mag solche Herausforderungen. Ich habe jetzt bloß ein bisschen Schiss, dass wieder... Mein Bogen ist euer. Ich habe bloß noch drei davon und diesmal habe ich keinen Angstfaktor-Bonus mehr. Ich brauche eigentlich noch eine Waffenproduktion, damit ich mir Bogenschützen machen kann. Angriffe wird es wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht ist es aber auch daran gekoppelt, nicht nach Monaten gekoppelt, sondern nach Bevölkerung gekoppelt. Das Volk liebt euch, my Lord. So könnte ich tatsächlich noch auf minus 3 Angstfaktor gehen. Oh ja, das kostet mich noch zu viel. Eure Beliebtheit steigt. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Eure Befehle? Sehr wohl. Frage ist, worauf gehen die? Gib's ihnen. Ihr könnt auf uns zählen. Glaube, die gehen auch. Euch. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Man rückt dem Lord zu Leibe. Die schwarzen Mönche sind stark. Ja, das war schon knapp. Ja, mein Freund, wie kann ich helfen?
Wir benötigen Steine. Mach mal wieder schneller. Ich brauche Nahkämpfer. Der Kornspeicher ist leer. Aber sie gehen auf gewisse Gebäude los. So viel weiß ich jetzt schon mal. Ach ja, ich wollte das Ding eigentlich bauen. Ja, da war es schon wieder weg. Der Grundgedanke. Okay, hier geht eigentlich noch mehr, aber ich habe gerade nicht mehr Leute zur Verfügung. Ich brauche so oder so mehr Leute, fällt mir gerade auf. Auch wenn ich da jetzt hier runterfalle. Also drei Schenken. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfen. Eine Schenke sind 30 Leute. Zerstören euer Gnaden. Aber was nicht so gebraucht wird. Noch einen Angriff kann ich nicht abwehren auf jeden Fall. Und ach ja, kein Gold. Kosten ja auch Gold. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt. Danke, das kann ich echt gebrauchen. Und Speicher. Das Volk liebt euch, my Lord. Okay, zweimal Grausamkeit könnte ich wie gesagt draufhauen. Beziehungsweise kaufe ich jetzt mal ein bisschen Hopfen ein, damit ihr auch was tut. Das ist ein Verlustgeschäft. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Ja, weil ich euch in Rachen werfe. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Ich muss ja nicht auf Maximum gehen. Das Volk fürchtet sich ein wenig. Das Volk liebt mein Lord. Ach ja, ohne Geld ist natürlich echt scheiße. Da kommt zum Glück Geld. Das Volk liebt. Habe ich immer noch plus 1? Okay. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen auf Religion. Wie viele Leute brauche ich nochmal? 236, das heißt, mein größtes Problem wird wieder Beschäftigung sein, letzten Endes. Bögen laufen gar nicht schlecht. Das könnte sich doch lohnen. Nee, wird lohnt sich überhaupt nicht, wenn meine Idee war gerade. Bin zur Stelle! Bogenschützen bereit! Meine Idee war gerade, Hopfen kaufen und das hier dann herstellen, aber selbst mit maximalem Angstfaktor mache ich da noch keinen großen Gewinn. Das Volk ängstigt sich vor das euch. Das Volk liebt euch, my Lord. Grausam, aber gefeiert bin ich. Oder was bewundert? Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Säg ich. Mein Bogen ist euer. Ich bräuchte Nahkämpfer aktuell. Mein Herr? Wir benötigen mehr Gold. Scheiße. Das wollte ich eigentlich verhindern. Oh. Gar nicht so schlecht gelaufen. Das kann ich schnell wieder aufbauen. Kann ich moderat schnell wieder aufbauen, sagen wir es mal eher so. Okay, das heißt aber, ich komme schon mal gegen die Banditen erstmal an.
gefällt mir tatsächlich. Gut. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Ah, okay. Ich weiß, was das Problem ist. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich habe gerade aktuell nichts, mit dem ich die Güter. Unbeliebtheit ausgleichen kann. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Wir benötigen Holz. Ja. Denn sobald ich einen Ausfall am Geld habe, habe ich ein Problem. Und auch den sonstigen Ausfall kann ich aktuell nicht steuern. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das... Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Jetzt habe ich natürlich meinen ganzen Bonus wieder verloren. Ich kann halt mit nichts gegensteuern, leider. Ich könnte es dann höchstens nur mit Religion. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Also sobald die Leute weglaufen, war's das. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesen, Sire. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören. Das lade ich mal an der Stelle wieder. Und laden. Ich darf nicht vergessen, ich habe negative Auswirkungen durch die Banditen. Und die darf ich echt nicht unterschätzen. Und die negativen Auswirkungen, wenn mal kurz das Geld fehlt. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Das heißt, ich kann erst mit Grausamkeit anfangen, wenn ich andere positive Effekte dazu habe. Wenn ich jetzt eine Kirche zum Beispiel noch habe. Ich brauche immer einen positiven Puffer. Und das Einzige, was ich steuern kann, sind die Steuern. Und das kann ich auch nur steuern, ihr habt nicht genügend wenn ich Güter. Geld habe. Also noch ein bisschen warten mit Grausamkeit. Vielleicht nicht ewig, aber noch ein bisschen warten. Ich kann hier oben auch eine riesige Bogenproduktion aufbauen. Letzten Endes. Das könnte auch noch richtig profitabel werden. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Eure Beliebtheit steigt! Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, wenn das Geld weg ist, dann nicht mehr. Genau, das meinte ich. Jetzt habe ich kein Geld, jetzt sinkt die Beliebtheit. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Eure Beliebtheit sinkt. Und schon sinkt nämlich die Beliebtheit. Ihr habt nicht genügend Güter. Oh. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Die haben wir gut weggeschossen. Bogenschützen bereit. Das war gut. Wenn es nicht viel schlimmer wird, das Volk liebt kann ich das euch, auf diesem Level... Ja, minus 5. Plus minus 5, ja. Stimmt schon. Ja. Das haut halt auch rein. Ich werde wohl demnächst anfangen, Waffen zu verkaufen mit.
Mehr wird hier nicht drin sein. Könnte ich nur noch mit Angstfaktor auftrumpfen und... Haben wir ja gerade gesehen, wohin das führt. Schein verkaufen. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Wow. Die haben wir zerhackt. Immerhin 75. Ist auch auf Dauer sehr profitabel. Stein ist natürlich profitabler und Stein kann man endlos herstellen. Sind wir schon weiter runter? Oh ja. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Muss ich bald ein neues bauen?